9. Juni, Samstag, Ausgangsort bizarre Höhle, Begegnungsstätte abgereist, Knusperei verlassen, im Pokémon-Supermarkt eingekauft, eine Box im PC verwendet, Wippitus gefangen, Tag, das kann so rum ja gar nicht passiert sein. Günther besiegt bei Herzhofen. Und damit willkommen zu einem weiteren Folge von Pokémon Bladiblati Nuzlocke mit mir. Dem Tanias. Schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist ein Monat für mich. Über einen Monat. Das letzte Mal habe ich aufgenommen am. Hat man, glaube ich, gerade gesehen, oder? Am 9.6. Das ist der 12.7. Gut, ich hatte ein bisschen Prüfungsstress. Darum habe ich auch ein bisschen voraufgenommen. Blablabla. Jetzt sind wir wieder recht aktuell, weil es ist Mittwoch. Es ist Donnerstag. Krass. Ich bin behindert. Ich habe auf jeden Fall ein Evoli und ein Togepi in meinem Team. Warum? Und warum ist das nicht da hier? Rechts hier, ne? Ihr seht auf dem Bildschirm. Warum ist das dann nicht? Weil ich bin faul. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das nicht gemacht. Ich habe da jetzt nur im Team, dass ich hier ein bisschen spazieren gehen kann. Was machst du mit deinem hässlichen Schein, Pikachu? Jetzt hab ich Fresse, ey. Lass mich durch, Vibe! Bitte, Evoli, ja, bitte. Kannst du mit anmutigen Pokémon spazieren gehen? Willst du damit sagen, Deponia ist nicht anmutig? Achso, stimmt, im Platin konnte man ja auch die Starter benutzen. Blödsinn. Komplett verarschen. Ich habe Evoli, du Hure. Das ist doch. Da kann ich jetzt fast nehmen. Weißt du, ich mache jetzt was. Ihr dürft jetzt ganz kurz nicht hinsehen. Also lauscht einfach den Anekdoten eines Abiturienten. Ich bin ja jetzt endlich fertig. Leck mich am Arsch. Das habe ich, glaube ich, schon. Sammelt. Ich hab. Okay. Ich sehe wieder Dinge. Das habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt. Aber ich habe die 13. wiederholt. Und zwar nicht direkt. Vor 2 Jahren habe ich 13. quasi beendet. Jetzt nicht hingucken. Und ja, dann hatte ich keinen Bock mehr auf die Prüfungen. Tatsächlich war es so. Das war in der Zeit, wo halt doch erheblich mehr Verwandte sterben, als es sonst so tun. Zudem mein Kater, der halt nur ein Jahr jünger war als ich, den kannte ich also quasi mein ganzes Leben. Der ist auch gestorben. Auf dem Platz der Träume, Mama. Und da hatte ich nicht mehr so viel Bock auf erstmal weitermachen. Ich wusste nicht, was ich danach tun soll. Bin dann so ein bisschen in die Depri-Phase gekommen. Pingu ist tot. Pingu riecht am Boden. Weil er ist. Ach nein, da kann ich ja teleportieren. Na, 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 na. Die sind nicht randomized im Spiel. Achso, ich habe keinen Beutel. Ja, logisch. Haben sie mir weggenommen. Nein, bring kein Trinken von außerhalb. Das wollen wir. Oh, was? Achso, stimmt. Das hat ja. Alles klar. Pollenallergie. Teleportiert immer an die gleichen Stellen. Auf jeden Fall. Ich dachte immer, wiederholen ist doof. Und der Meinung ist auch mein Fally so ein bisschen. Du verschwendest ja ein Jahr, du könntest es ja auch gleich machen. Ja klar, ich hätte ja auch gleich durchziehen können. Und danach nichts machen, weil ich weder Bock noch Ahnung habe, was ich machen will. Nee, ich glaube, es war tatsächlich gut für mich zu wiederholen. Aus dem einfachen Grund, jetzt weiß ich, was ich tun will. Jetzt weiß ich, was ich brauche dafür. Ich bin verwirrt. Und ich glaube auch, eine Ausbildung anzufangen, die mir dann im Endeffekt absolut nicht gefallen hat. War so ein bisschen Arschtritt, den ich gebraucht habe. Ich. What the fuck ist los hier? Um mich dann auch durch die Schule zu bekommen. Darauf wollte ich jetzt aber nicht hinaus, unbedingt. Da kann ich eigentlich gerade erzählen. Wenn ihr jemals denkt, es läuft scheiße dieses Jahr, das kann durchaus passieren. Ob ihr jetzt an den Lehrern. Die Lehrer sind immer mit Schuld. Allerdings seid ihr auch immer mit Schuld. Das ist was ich auch gelernt habe in der Situation, ist so jeder Beteiligte. Ein bisschen mit Schuld. Also nicht immer sagen, wer da war es, aber auch nicht unbedingt sagen, ich bin so scheiße. Man kann ja auf jeden Fall irgendwo anders hin. Hier gibt es noch mehr. Ich könnte doch irgendwo. Kinder. Ja, auf jeden Fall nicht sagen, okay, ich muss ja so dumm sein, ich bin irgendwie scheiße, ich krieg das im Leben nicht hin. Das ist auch nicht unbedingt richtig. Nur so als Anmerkung.
dann lieber sagen, okay, war scheiße dieses Jahr und wiederholen. Ich hatte ja mehr oder weniger den Luxus, ich war schon volljährig, also konnte ich sagen, scheiß auf Schule, ich mache jetzt ein Jahr irgendwas, war halt dann die Ausbildung, die mir nicht gefallen hat. Wie gesagt, guter Arschtritt, ich finde ja nichts weiter, gehen wir wieder. Und das hat mir halt so eine Pause von der Schule gegeben. Und gerade dadurch, dass ich halt gemerkt habe, alles, nein, mit dir rede ich nicht, halt's Maul. Dass ich halt auf das andere, die Alternative, halt eine Ausbildung zu machen, gar keinen Bock habe, auf jeden Fall nicht auf die, die ich angefangen habe, kam dann doch wieder so ein bisschen die Lust auf Schule. Was praktisch war, das zieht dich natürlich durch ein verbleibendes Jahr Schule schon durch, wenn du da Bock drauf hast. Dann natürlich Glück in der Klasse haben, die halt mögen Glück mit den Lehrern, blablub, ist immer so. Und ich hatte auch nicht nur Lehrer, mit denen ich mich verstanden habe. Tatsächlich hatte ich viele, mit denen ich mich verstanden habe. Ich hatte dieses Jahr Glück, in mehrerer Hinsicht. Werde ich später wahrscheinlich auch noch zukommen. Aber, weißt du, selbst der Lehrer, der uns wahrscheinlich allen unsympathischsten war, mit dem habe ich mich verstanden. Warum bist du so krass stark, leg mir am Arsch. Sieht die Beef! Aber ich will Sarin mitnehmen. Das ist Gengar, Explosions-Switchen. Neben Dornfahren. Wo war ich? Ja, um zu durch, es wird ein Fach geben, was, wo ihr scheiße drin seid. Vielleicht nicht unbedingt aus eigener Schuld, vielleicht versteht ihr euch mit dem Lehrer nicht. Das passiert. Das ist scheiße, aber das passiert. Was willst du? Ach nein, ich muss jetzt da rein. Okay, das kann ich machen. Ich werde jetzt nicht viel vorlesen, weil ich will jetzt erzählen. Du kannst nicht, ich hab's, ich weiß, wie ich hin muss. Das ist nicht mein erstes Mal in Sinnoh. It's not my first rodeo. Ist das so? Keine Ahnung. Ja, jetzt nehme ich jetzt weg. Durchbeißen. Also, wenn es für euch wichtig ist, dass ihr das Abitur macht, oder auch, kann ja auch in der Realschule passieren, in der Hauptschule, wie auch immer. Wenn ihr den Schulabschluss wollt, holt ihn euch. Ist auf jeden Fall in eurer Möglichkeit. Vielleicht müsst ihr ein bisschen Arschbacken zusammenkneifen und noch was für tun. Musste ich jetzt auch machen, teilweise. Ich gebe zu, ich habe wieder nicht so viel gemacht, wie ich vielleicht hätte machen sollen. Das ist immer so das Nötigste machen. Ich habe mehr gemacht als das Nötigste dieses Jahr. Auf jeden Fall in den Fächern, die ich mag. Aber wenn ihr irgendein Ziel habt, was man nicht unbedingt, gerade als hier, sag mal Unterstufe, Mittelstufe-Schüler, hat man nicht unbedingt ein Ziel vor Augen. Ich hatte vor 2 Jahren keine Ahnung, was ich machen will, wie gesagt. Deswegen war das extra Jahr vielleicht auch gar nicht so gut, die extra 2 Jahre. Ich bin verwirrt, hätte ich jetzt nicht. Willst du mich verarschen? Ach, du bist eine dumme Hure. Roter Faden für mich. Das ist immer schwer. Ich glaube, ich bin kein Geschichtenerzähler. Ich kann Geschichten schreiben. Weil da kann ich halt 5 Stunden daran überlegen, was ich jetzt für 2 Sätze schreibe. Dreh dich nicht. Weißt du was? Und die wird sich ärgern, aber ich werde keine Stimme jetzt machen. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich hatte viel Glück. Weil es gab in der Klasse keinen, den ich nicht wirklich gemocht habe. Es gab ein paar Personen, deren Lebenseinstellung war vielleicht nicht so meins. Die haben das alles wesentlich ernster genommen als ich und ich habe es dieses Jahr schon ernst genommen. Hat mich immer geärgert. Ich werde jetzt übrigens alle Trainer machen, weil EP sind EP. Drin Stock dunkel, hier sind Stock im Arsch. Also ich verliere immer, was ich sagen will, das ist noch nicht richtig. Glück ist immer ein Faktor, wenn ihr es nicht habt, wiederholt. Dann natürlich ein bisschen zusammenbeißen. Wenn euch mal ein Patzer passiert, keine Ahnung, ihr kriegt einen Test raus, ihr sagt, eigentlich bin ich in dem Fach gut, aber das war jetzt Grottenpupserei, ich google mal ganz kurz was. Dann weitermachen, dann war halt mal scheiße, klar. Schnitt und so. Ich habe mir tatsächlich keine Note geholt, die ich hätte optional holen können. Im Sinne von, sie in Erfahrung gebracht. Hier erstmal Xerox, ich kann nicht schreiben und reden gleichzeitig. Zum Beispiel nach den mündlichen Prüfungen hätte ich nachmittags nochmal kommen können. Hey, wie sieht's aus, was habe ich bekommen? Habe ich nicht gemacht! Level 45 Nachthieb, ich will noch ein bisschen trainieren, glaube ich. Wobei, einen Trainer mache ich jetzt, um zu gucken, was abgeht, yo bitch. Nicht runterziehen lassen, einfach Augen zu und durch. Nicht Augen zu und durch. In der Schule vielleicht nicht das Beste, aber weitermachen. Zudem muss ich wieder sagen, wie gesagt, ich hatte sehr viel Glück dieses Jahr. Rede mit mir, Kind.
Die erste Englischarbeit, 9 Punkte. 9 von 15. Der Oberstufe macht das in Punkten. Keine Ahnung, warum nicht mehr Noten. Die werden schon einen Grund dafür haben. Bitte mach nicht. Okay, 36. Ich dachte gerade 46. Ich war gerade verwirrt. Wie gesagt, ich guck nicht hin. Soll ich vielleicht bei einer Arena machen? War nicht so gut, weil Englisch ist eins meiner besten Fächer. Dafür in Bio, sofort, 15 Punkte. Das ist eine 1+. Ich wusste, du hast Irrlicht. Geh. Ja gut, Tiefschlag ist jetzt nicht so. Hugenu. Ja, okay. Super, war nett. Physisch. Okay, alles klar. Steigert natürlich die Motivation, wenn man gute Noten bekommt. Wisst ihr, wie man gute Noten bekommt? Lernen. Oder so wie ich, absolut ablacken. Das war... Ey... Vielleicht habe ich nicht so viel gelernt für die Arbeit. Vielleicht hätte ich rauswechseln sollen. Stachelspur. Ha! Dein Munitivschlag! Das hat meine Motivation gesteigert, das gebe ich zu. Und nicht jeder muss ohne zu lernen eine 1+ erwarten. Und das war auch das erste und einzige Mal, dass ich eine 1+ einfach so in den Arsch geschoben bekommen habe. Aber ja, steigert die Motivation. Und wenn das nicht per Glück passiert, dann lernt ein bisschen, dann passiert das. Trotzdem. Dann Ethik natürlich, gute Noten. Das habe ich immer. Ethik, Bio, Englisch. Das flog mir immer zu. Meine Vokabeltests sind scheiße, weil ich faul bin wie Kacke. Und so Wörter lernen flohen. Ich wechsle raus. Das fliegt mir nicht unbedingt zu, aber sonst alles. Die drei Fächer. Im krassen Gegensatz dazu, in Geschichte, weil ich super kack jetzt. Ich google nochmal, kann man nicht. Verfolgung. Weil ich richtig kack jetzt. Physik auch. Aber ich habe mich zusammengerissen. Und selbst in den Fächern, wo ich wusste, ich bin eigentlich unglaublich scheiß Readers, weißt du? Verfolgung, Verfolgung, du kannst keine Verfolgung, das ist doch schon mal schön. Habe ich dann halt gesagt, gut, zumindest so gut ich kann, und ich habe kein Fach unterpunktet außer Geschichte. Und da war ich mündlich, mit dem Lehrer habe ich mich super verstanden, ich war mündlich im Unterricht voll mit dabei. Der hat mir, glaube ich, eine 1 oder 2 mündlich gegeben. Aber schriftlich habe ich halt 2 Punkte geholt. Und das war kack, yes. Yes, yes. Die haben mich ganz nicht geritten. Und naja, was soll man machen? War halt nicht mein Fach. Genauso wie Mathe, genauso wie Physik. Technik und Management war mein Profilfach. Da habe ich mich zusammengerissen, da war ich besser als letztes Jahr. Als vorletztes Jahr. Als letztes Mal, sage ich einfach. Das ging. Freue ich mich auch, ehrlich gesagt. Und dann überspringen wir mal das ganze Jahr, weil es war langweilig. Nee, ja, es gibt halt Fächer, in denen du dich interessierst. Und da fühlst du dich natürlich besonders gut an, wenn du dann auch dementsprechend gute Noten bekommst. Und genau das war dann auch der Fall in den... Nee, in den Abi-Prüfungen eigentlich nicht. Wir haben 5 Abi-Prüfungen. 4 schriftlich, 1 mündlich. Das wird jetzt an anderen Schulen anders sein. Ich war auf einer technischen Berufsschule. Technisch-berufliches Gymnasium ist möglicherweise ein annähernd richtiger Thermos dafür. Nein, nicht Thermoskanne, wie ich eine bin. Nein, aber gut. Da haben wir 2 Fächer Pflicht-Abi schreiben müssen. Das war Profilfach Technik-Management. Das ist als einfach gegolten. Mathe mussten wir machen. Dann, drittes Prüfungsfach war Sprache. Da konnten wir entscheiden, Deutsch oder Englisch. Also halt, ne, unsere beiden Hauptsprachen kann man mittlerweile sagen. Englisch musste man. 13 Englisch können ist nicht doof. Ach, das war das mit den Teppichen. Oh mein Gott. Ich habe jetzt ehrlich gesagt Angst, mit Nimmersatz zu lieben. Das war gerade gar nicht so angenehm. Da habe ich Englisch gewählt, weil Deutsch war nicht mein Fach dieses Jahr. In Deutsch war immer so eine Glückssache. Entweder ich kack total rein, weil der Lehrer nicht mag, was ich schreibe. Oder ich schreibe das gleiche bei einem anderen Lehrer und der sagt, Alter, war voll krass, Junge. Ich hatte nie einen Lehrer, der gesagt, also kein Deutschlehrer. Kein Lehrer allgemein, der gesagt hat, Alter, war voll krass, Junge. Komisch. Aber ja, mit dem Deutschlehrer habe ich mich verstanden. Der Rest der Klasse absolut gar nicht. Notlich war ich trotzdem nicht so gut. Ein Schleim hat nicht geholfen. Ja, gut. Habe ich auch nicht unbedingt versucht. Ich habe nicht geredet. Haben die anderen nicht, weil sie keinen Bock drauf hatten. Die kannten ihn schon länger. Vielleicht deswegen. Aber gut. So war das dann. Habe ich mich halt für Englisch entschieden, weil da habe ich 9 Punkte geschrieben. Ist mehr als 6 in Deutsch.
In Deutsch war ich dann übrigens in der zweiten Klassenarbeit ein bisschen besser. Also war nicht total scheiße. Aber in Englisch war ich dann halt in der zweiten Klassenarbeit bei einer 1 mit 13 Punkten. Super geil. Mündlich hatte ich 14. Das heißt, im Zeugnis kam ich dann auf gut was, kann man sagen. Das ist sowieso noch eine Geschichte, was am Ende alles passiert ist mit meinem Notebook am Arsch. Habe ich Englisch gewählt als drittes Prüfungsfach. Viertes und fünftes kannst du frei wählen. Das vierte schriftlich, das fünfte mündlich. Und jetzt meine zwei besten weiteren Fächer waren Bio und Ethik. Ich wusste, Ethik kann schriftlich super schwer sein. Das hat schon vor 2 Jahren meine Lehrerin gesagt. Da habe ich gesagt, gut, mache ich Ethik mündlich, vielleicht verkacke ich da, aber Bio muss ich können. Bio bin ich krass. Da habe ich einfach mal ein Einser rausgehauen, ja? Die zweite Arbeit war nicht so gut, da war ich trotzdem Klassenbester. Die war generell einfach sehr anspruchsvoll, die zweite Arbeit, muss ich sagen. Unser Lehrer war auch ein bisschen... Der wurde ein bisschen verarscht, fand ich traurig. Der war auch wütend, hatte nicht wirklich Bock und hat uns vielleicht einen reingewürgt. Na gut, egal. Ich wusste, Bio kann ich was reißen, deswegen habe ich das schriftlich genommen und Ethik mündlich. So im Sinne von, wenn ich genug in den schriftlichen... wenn ich genug Punkte in den schriftlichen sammle, kann ich in Ethik einfach kommen, auf den Tisch kacken, 0 Punkte holen und habe trotzdem bestanden. So war das dann nicht ganz am Ende, aber so war der Gedanke. Also so ein bisschen... Je weniger man machen muss, desto besser. Nicht unbedingt der beste Gedanke, aber wenn es eurer Motivation hilft und ihr deswegen nicht abkackt, wohlgemerkt, dann macht das so. Ich also so gewählt, alles klar, hat beim letzten Mal schon funktioniert. Technikmanagement unterpunktet. Und scheinbar war die ganze Klasse scheiße in Technik und Management. Also war es nicht nur ich, selbst die gut waren. Okay, die gut waren, waren trotzdem gut, aber... Die meisten, die ja im Mittelfeld waren, waren dann so ziemlich bei mir unten, weißt du? Viel unterpunktet dieses Jahr. Das ist mir egal. Was passiert, wenn man durch die falsche Tür geht? Man kommt einfach hier wieder raus, oder? Ja, gut. Aber gut, man darf 2 Fächer unterpunkten. Und ich wusste ja nicht, du schreibst alle 4 Prüfungen und dann kriegst du die Noten und guckst, was unterpunktet ist. Deswegen war da noch nicht so Panik angesagt, weil wusste ich ja nicht. Das Geile ist ja... Nee, lass erstmal eben Noten erzählen. Mathe, dachte ich eigentlich, ich bin schlechter als in Technik und Management. Bei Technik und Management verstehe ich wenigstens die Grundlagen noch. Aber Mathe habe ich nicht unterpunktet und das war von Anfang an mein... Oh, das ist ein hübsches Mal. Das war von Anfang an mein Ziel. Einfach nicht unterpunkten, dann ist krass. Worin wächst ich eigentlich gegen dich? Du hast Schwebe. Ich kann nicht in Hammer wechseln. Kann ich in Tichera wechseln? Wobei, was machst du dann? Die Flugattacke? Nee. Du hast Gewissheit. Und jetzt hoffentlich was auf. Vielleicht hat es eine physische Attacke. Hat es nicht. Perfekt. Was habe ich gesagt? Bio? Was kann eine X-Abwehr? Fuck you. Bio, dachte ich, läuft super. Nein, nicht schon wieder. Bio lief super, dachte ich. Und dann halt noch... Ne, erst Englisch, dann Bio. Genau. Dachte ich, bei beiden lief eigentlich ganz gut. Ach Gott, bitte jetzt nicht so ein... Warum passiert das eigentlich immer? Warum passiert das immer? Was kann ich machen? Das ist mal wieder... Brauche ich? Scheiße, die waren dann. Ich würde jetzt gerne flüchten, gebe ich zu. Das Dumme ist, das hat eine Elektro-Attacke. Ich kann nicht immer in Unlicht-Pokémon wechseln und sagen, ja, jetzt ist cool. Es hat aber nur 5 AP. Und wenn es nicht noch einen Boost bekommt... Ich habe keinen guten Trick. Fuck, das Item war jetzt Hammer verschwendet. Sekunde. Ich will noch einmal AP ausdauern mit dem Supertrank. Wo war ich? Wo war der Tumnus? Redet mit mir. Ich dachte eigentlich, lief gut. Ja? Du Hure! Und
dann kam halt, dann musste die ja Wochen später 4 mündliche Themen aussuchen, wovon dann, die du dann einschickst, wo dann eine zurückkommt, die du machen musst. Als die zurückkamen, haben wir dann auch unsere Noten bekommen. Von der Abitur. Und ich war pissed. Warum? Weil der Termin erst pissed. War schlechter als gedacht. Wie gesagt, Technik Management 4 unterpunktet. Habe ich mir gedacht, ich war nicht gut in dem Fach. Dachte ich, okay. Ich war froh, dass ich in Mathe 5 hatte, weil das heißt nicht unterpunktet. Das Komische ist aber, in Bio hatte ich auch 5. Und ich dachte mir so, Bio und Mathe im Vergleich? Nee. Das kann nicht sein, dass ich da in Anführungszeichen gleich gut bin. Das bin ich nicht. Ne, in Bio bin ich wesentlich besser. Das kann ich eigentlich fast nicht auf mir sitzen lassen, was will ich tun. Da war ich also ein bisschen piss. Englisch hatte ich 9 Punkte, weil zum englischen schriftlichen Teil gehört ein mündlicher Teil. In Deutsch hätte ich nur 6 Stunden schreiben müssen, in Englisch schreibst du 4 Stunden und kommst später nochmal zu einer mündlichen Extraprüfung. Waren das jetzt schon 5? Ich hau mir nochmal einen Trag rein, ich hab Angst. Und ja, Englisch habe ich, glaube ich, auch nur 6 Punkte. Oder sowas. War mein bestes Fach, aber trotzdem 6 Punkte sind scheiße. Englisch mündlich allerdings. Und ich bin da reingegangen in die Prüfung. Zitternd, ich hasse mündliche Prüfungen über alles. Gehe ich raus. Hatte auch gar keinen Bock, dann nochmal 2-3 Stunden zu warten, weil danach hätte ich mir nochmal die mündliche Note holen können. Weil sonst erfährst du die ewig. Du bist... Lol, das ist einfach mein roter Maus, Diamant Perl. Und ich treffe immer noch Dumbina Go. Jetzt kannst du zumindest keinen Delegator einsetzen. Weil ich dachte, das... Also ich dachte, es lief auf jeden Fall wesentlich besser als vor 2 Jahren. Weil ich konnte reden, ich konnte die 15 Minuten Prüfungszeit durchreden, ich konnte Fragen beantworten, ich habe Witze gemacht, sozusagen. Es ging ja... Du sollst schon ein bisschen Fachwissen reinbringen, aber ganz wichtig in der mündlichen Englischprüfung ist, reden, du musst reden können. Oder? Logisch. Ich werde wahrscheinlich die Folge sehen. Nee, guck mal, runter mal auf die Schnauze. Sehr schön. Habe ich ja gemacht. Trotzdem dachte ich, ah, Bammel, was wird das, was wird das? Und ich habe mir halt extra die Note nicht geholt, weil einmal hatte ich keinen Bock, ewig zu warten. Andererseits, wenn die mir jetzt nochmal so eine schlechte Note reinwürgen, weil ich weiß ja nicht, ich konnte es nicht einordnen, dann bin ich wieder depri und sauer und was weiß ich. Also bin ich nicht zum Noteabholen gegangen. War auch keine Pflicht, also ich habe nicht geschwänzt, ja? Ja. Und, dann sollten die Lehrer, die haben dann gesagt, sie sollten die mündliche Note nicht nochmal extra mitteilen. Es gibt halt den Termin, wenn du den nicht wahrnimmst, kriegst du deine mündliche Note nicht. 2 Tage später, Englischunterricht, kommen meine Lehrer rein. Ja, Dustin, was war los? Ups, egal, ihr wisst meinen Namen. Vielleicht, ist auch egal. Ja, Dustin, was war los? Warum hast du die Note nicht geholt? Ja, boah, weiß nicht, wie war wo. Du hast eine 1, Junge. 14 von 15 Punkten, ich. Was? Geil. Das Geile war schon, sie war nicht die Erste, die kam. Meine ursprüngliche Englischlehrerin, also die von vor 2 Jahren, war Englischlehrerin der Parallelklasse und die haben beide geprüft. Du wirst immer geprüft von der Englischlehrerin, die du hast und die andere ist halt Protokollantin. Kann auch Fragen stellen, hatte sie nicht, die soll halt nicht zu krass eingreifen, die Schose. Ich will dich hören. Ich glaube, ich habe die Trainer nicht gemacht. Was soll ich sagen? Ja, erstmal kam dir halt die andere Englischlehrerin, bei der ich halt quasi abgekackt habe, damals. Und bei der ich auch sozusagen gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf Schule und blablabla, die sich auch gewundert hat. Was macht der Tumnus, was macht der Dustin wieder in der Schule und blieb. War komisch. Die hat schon vor 2 Jahren immer versucht, mich durchzubekommen. Die war nett, ich habe das immer etwas negativ aufgefasst, weil ich war depressiv und bi und bla ist auch kein Scherz. Ich war tatsächlich depressiv as fuck, wie gesagt. Viele Verwandte gestorben und mein Kater. Nicht cool. Und die hat es halt trotzdem versucht und das ist mir halt negativ aufgestoßen, obwohl es sie im besten Interesse gemacht hat, oder? Und auch hinterher müsste ich mich eigentlich nochmal bedanken. Habe ich auch gemacht. Ich weiß nicht, das Wort Danke kommt bei mir mal schnell über den Lippen. Aber ich habe auf jeden Fall mit dir geredet und gesagt, ja, bi, bla, blub und so und so. Im Nachhinein war ich vielleicht schon Mongo, aber ich hoffe, dass das sich alles geklärt. Du kannst Fußtritt. Ich bleib einfach drin und hau dich mit Rollstuhl in jeder. Bist du nicht so sehr wehtos. Ich werde jetzt übrigens auch überziehen, weil ich gerade Bock habe auf Erzählen, ja? Also, falls ich... Alter, das Mogelbaum! Bin ich so krass? Ja gut, ich bin... Ein Crit. Easy.
das ist doch jetzt genau genug, wenn ich mich dritte. Ach, Ruhe. Ach, hier haben Segensand drauf. Ja, guck mal. Die kam mir schon überm Weg. Ja, dass die. Warum hast du die Note nicht geholt? War doch voll gut. Die hat mir nicht gesagt, welche Note ich hatte. Nur war schon sehr gut. Weißt du, so angedeutet, ja? Du hast nicht gesagt 13, 14, 15. Sie hat gesagt, sehr gut. Nee, sie hat erst gesagt, war gut. Ich. Gut, ja? Ja, sehr gut sogar ich. Was? Weißt du, schon so ein Wink mit dem Zaunpfahl war krass. Eins. Sehr gut, eins. Logisch, kennt man ja. Dass ich so. Das wird die nur, war halt irgendwie, keine Ahnung, 10 Punkte oder so, war halt schon sehr gut dafür, dass ich halt mündlich immer scheiße war. Dachte ich mir also erstmal so, klingt jetzt komisch. Wink mit dem Zaunpfahl, wie ich später gemerkt habe. Aber, kann ja eins sein, oder? Weiß ich ja nicht, dachte ich bin scheiße. Ich habe auch gestammelt und gestottert, leck mich am Arsch. Aber die kannten mich ja aus dem Unterricht. Die wussten, das ist der Stress, ich bin nicht wirklich schlecht in Englisch. Vielleicht hat das mitgespielt, vielleicht waren die Wohlwollender, ich hätte ja früher gar Knacki gehen können. Als sie hätten sein sollen müssen, was weiß ich. Ich will ja. Ich will ja jetzt keinen Strick draus drehen. War auf jeden Fall cool. Dann kommt der Abteilungsleiter, der mich natürlich auch kennt als den Schulaussteiger von vor 2 Jahren. Und der die mündliche Prüfung nicht angetreten hat, aus Schiss und Zeug und was weiß ich, das ist nur Pflanze da gekreuzt. Ja, was los? Die Note nicht geholt. Ja, wir haben die Schwester abgeholt und einkommen, hatte ich keine Lust mehr. Und die Noten, war doch gut, ich hab gehört, war super toll. Ich. Alles klar, was passiert hier? Ich muss sagen, die waren alle im Hin. Also, wenn du nicht super scheiße. Dich wollte ich, du Arschloch. Wenn du in der Schule nicht super scheiße bist, wie 2 Jahre davor, und denkst, alle Lehrer sind gegen dich, dann sind die plötzlich sehr sympathisch. Dann ist das, der Lehrer ist doch auch nur ein Mensch, plötzlich sehr viel glaubhafter. Auf jeden Fall dann gehe ich in Englischunterricht. Du blöde. Ja, gut, Zugas raus, ich will weiter erzählen. Gehe ich in Englischunterricht. Ja. Hat mich überrascht, dass du nicht gekommen bist. Ja, war voll gut. Ich soll es ja eigentlich nicht sagen, aber war vielleicht fast volle Punktzahl. Geil, weißt du? Freue ich mich natürlich. Vor allem in Englisch. Ich identifiziere mich so ein bisschen. Weil in der Klasse bin ich eigentlich in keinem Fach deutlich über anderen. Und es gibt halt die, die sind Mathe geil, die sind Technik geil. Dann gibt es den Terminus, der ist halt auch da. Hat mich immer ein bisschen gestört. Deswegen. Ach du bist blöd. Die hätte ich lieber gehabt als Mikitas, das muss ich sagen. Du warst cool. Und dafür bist du sehr uncool. Sehr uncool. Das war's dann mit meiner Englischnote. Wie sich herausgestellt hat, dann am Ende hab in meinem Zeugnis oder in den, ich will dich doch nicht mehr. In der Übersicht von deinen schriftlichen Noten, weil die mündliche Englischprüfung, wie gesagt, gehörte zur schriftlichen, stand dann dran, ja, erstmal habe ich die schriftlichen gesehen, die rein schriftlichen, was ich geschrieben habe. Scheiße. Wie gesagt, die schlechten Noten, die ich bekommen habe. Dann Englisch 14, ich dachte mir. Geil. Und ich identifiziere mich schon ein bisschen als. In Ethik habe ich was zu sagen. In Bio habe ich was zu sagen. Und in Englisch kann ich sprechen. Das sind so meine 3 Dinge. Viele Schüler sind auch da ein bisschen besser als ich. Und die lernen halt auch und die machen was dafür. Also kein Groll. Vielleicht ein bisschen Neid. Neid gehört dazu, wenn jemand besser ist. Aber ich war halt immer. Gerade in den Fächern, wo ich gut war, war ich immer mit oben oder sogar einer der Besten, weil Bio war irgendwie so ein Fach, das haben die gewählt, um es gewählt zu haben, weil sie keinen Bock auf Chemie oder Physik hatten wohl in der anderen Schule. Wir sind fusioniert, komische Sache, kann ich irgendwann mal erzählen. Da war ich halt herausragend, wo die anderen die Besten der Klasse 10 geschrieben haben, schreibe ich 15. Ja. Und ich weiß, klingt jetzt ein bisschen angeberisch, aber ich finde, man muss angeben. Hin und wieder muss man angeben, tut einem selbst gut fürs Ego. Und ich war sonst immer zurückhaltend, ich rede ungern über meine Note, ob sie jetzt schlecht ist oder gut, aber jetzt. Es tut einem selbst gut zu sagen, hey, das war mal gut, also werde ich das jetzt auch machen. Ein bisschen angeben muss sein. Ich sage ja oft genug, dass ich scheiße bin, ja? Ja, roter Faden. Ach ja, das ist die Bodenmatte. Ich dachte gerade, hä? Was?
Gute Verteidigung gegen Sabok. Dann dachte ich, geil, aber ich habe gehofft, mit den schriftlichen Prüfungen durchzukommen. Du hast Punkte von 1 bis 15, oder? Englisch hatte ich dann 9. Schlecht schriftlich, mündlich sehr gut. Kam ich auf eine 9. Und du nimmst alle Noten mal 4. Und wenn du dann über 100 Punkte bist, hast du es Abi bestanden. Obwohl du die fünfte Prüfung noch nicht gemacht hast. Ich kam auf 98. Nee. Blödsinn, 92. Ich brauchte noch 8 Punkte. Aber da du ja mal 4 nimmst, brauche ich quasi noch 2 Punkte in der Ethikprüfung. Und weil ich halt in Ethik gut bin, selbst wenn ich mündlich schlecht bin, ich muss halt nur kommen, quasi sagen, hey, ich bin ja das und das ist mein Thema. Das sind ja eigentlich meistens schon 2 Punkte. Also das war nicht das Problem. Trotzdem dachte ich, ma, ich hab Besseres von mir erwartet. Gerade weil ich im Jahr eigentlich besser war. Ich hab Besseres erwartet. Wäre schön gewesen. War ein bisschen stinkig an dem Tag. Blablabla. Trotzdem habe ich mir dann gesagt, gerade Bio 5 Punkte, ja, das geht gar nicht. Da hocke ich mich freiwillig in die mündliche, um das aufzuverbessern. Und das ist eigentlich das, was ich von Anfang an sagen wollte, die mündliche Prüfung. Ich kam also morgens, ich hatte gleich einen zweiten Termin. War erstmal geil. Die Schule stellt dir so ein Formular zur Verfügung, weil du musst das dreimal ausdrucken für die Prüfer. Wie gesagt, dein Lehrer, Protokollant und Prüfungsvorsitzender, das ist noch ein Trainer. Oder krieg ich von denen Stein? Ich krieg den Stein. Eigentlich auch ein cooles Pokémon. Ich habe das nie geholt, ein Diamantpferd. Egal, ich komme da rein, leg das Ding auf den Tisch, kommt der Abteilungsleiter rein, dich wollte ich auf keinen Fall. Sagt sofort, ja, lass mal kurz die Blätter sehen. Ja, da fehlt Eigenständigkeitserklärung, weil da sollte drauf Gliederung, Quellenangabe und Eigenständigkeitserklärung. Da sind 2 freie Felder, da machst du deine Gliederung, deine Quellen rein. Eigenständigkeitserklärung ist schon da, musst du nur unterschreiben. Jetzt ist das aber so, ich hatte am Dienstag die Prüfung, Montag hat schon die meisten ihre Prüfungen gemacht. Und scheinbar war das Blatt, was halt die Schule zur Verfügung stellt, so scheiße formatiert. Das, wenn du es druckst, das Teil, wegfällt, die Eigenständigkeitserklärung. Das ist natürlich scheiße für deine Prüfung. Ja? Dann hat er sofort gesagt, hey, ja, das kennen wir schon, das Problem, gab's gestern öfter. Renn doch mal ganz kurz runter in den Computerraum und druck das nochmal aus. Geiles ist, wir hatten halt gerade Unterricht. Aber auch super nette Lehrer überall, weißt du? Kein Problem, hock dich am PC, mach. Ich finde im Nachhinein echt, wenn du Bock auf die Schule hast, dann sind Lehrer plötzlich sehr sympathisch. Teilweise. Muss man echt sagen. Es gibt auch die, die so ein bisschen stinkig sind, aber es gibt auch sympathische. Und das freut mich. So einer will ich auch werden. Habe ich schon mal erzählt, dass ich Lehrer werden will? Nein? Vielleicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Boah, ich überziehe hart, oder? Soll ich jetzt... Level 34. Weißt du was? Ich mache jetzt einen miesen, fiesen Cliffhanger. Okay, ich erzähle weiter, weil da noch ein Pokémon ist. Auf jeden Fall, ich komme rein, scheiße, neu machen, dann, ich verzichte auf PowerPoint. Ich mache nie PowerPoint-Präsentationen, weil die PCs in Schulen mich generell verarschen. Gerade im technischen Bereich bei uns, weil, wie gesagt, technische Schule, die gehen nie. Gut für eine technische Schule, wenn die PCs nicht gehen, ja, geil. Darum habe ich gleich gesagt, ich nehme einfach die Dokumentenkamera, mache die Prüfung so ein bisschen PowerPoint-Freihand, sage ich mal. Ich hatte ja auch nicht zu viel. Ihr wollt ja mehr sagen, die Prüfung geht nur 10 Minuten. Also dein Vortrag. Und danach hast du halt noch so eine Fragerunde, was du so über das Thema weißt. Deswegen wollte ich auch keine zu große PowerPoint machen, weil du darfst auch nicht zu lange überziehen. Wenn deine Prüfung nach am Ende 15 Minuten geht, kriegst du Punktabzug, weil die zu lang ist. Und was soll ich dann PowerPoint machen? 2 Folien, das kriege ich auch auf ein Blatt. Ja? Deswegen. Ich glaube, ich lasse es dabei. Die Geschichte bin ich halt runtergerannt, das nochmal ausgedruckt. Sonst war alles da. Und das war nur ein kleiner Teil, darüber habe ich noch mehr zu erzählen. Das aber wirklich in der nächsten Folge. Falls euch diese gefallen hat, dann auch bitte positiv bewerten. Ich weiß, ich gehe jetzt 10 Minuten länger, als ich eigentlich will. Aber ich freue mich, dass ich das Abi habe. Ist einfach so. Ich freue mich total. Und es war nicht mal das schlechteste Abi. Die Abi-Prüfungen waren scheiße. Die schriftlichen. Wie gesagt, ich erzähle noch weiter. Aber unterm Jahr war ich eigentlich zufrieden. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jeden Freitag. Pokémon Platin. Termin ist raus. Bis dahin. Und tschüss. Hört man mir an, dass ich motiviert bin? Schon ein bisschen, oder?